Können wir vielleicht mal Licht machen? Ah, danke. Ist zwar nur die Helmfunzel von irgendeinem toten Minenarbeiter, aber egal. Oder wie wäre es mit einer roten Leuchtfackel? Naja, wie wir sehen, oder besser gesagt nicht sehen, nimmt es The Secret World mit den Genre-Konventionen von Online-Rollenspielen nicht ganz so genau. Zwar gibt es eine für alle Spieler zugängliche Spielwelt, in der wir auch zusammen mit anderen Spielern durch die Gegend ziehen können, aber wesentliche Teile der Spielzeit sind wir mehr noch als zum Beispiel bei The Old Republic, wie in einem Solo-Rollenspiel samt Zwischensequenzen, Rätseln und vollvertonten Dialogen unterwegs. Ein gewagter Spagat für ein abo-pflichtiges MMO. Für wen also lohnt sich die Anschaffung jetzt? Für Solisten oder für Mehrspielerfans? Ach ja, und wenn es in einigen Clips zu bösen Rucklern kommt, dann liegt das weniger an unserem Rechner als am Spiel selbst. Mehr dazu im Technikteil. Alles ist wahr. Das ist die Prämisse für die geheime Welt. Denken Sie jetzt schnell mal an irgendeine x-beliebige Verschwörungstheorie oder irgendeinen finsteren Mythos aus Grusel- und Horrorgeschichten, was Ihnen da halt gerade so in den Sinn kommt. Templer und Illuminaten balgen sich mit mysteriösen Asiaten im Geheimen um die Weltherrschaft? Na klar. Hohlwelttheorie? Gibt's. Untote Mumien in Ägypten? Logo. Zombies im Nebel an New Englands Küste, wie bei John Carpenter? Jupp. Und sogar der Eremit mit dem brennenden Busch mitten in der Wüste ist dabei. In genau diese Welt werden wir unvermittelt hineingeworfen. Als neu rekrutiertes Mitglied einer der drei spielbaren Fraktionen Templer, Illuminaten oder Chaos dienen wir fortan unserer Fraktion und erkunden mysteriöse Ereignisse weltweit. Wir beginnen diese Verschwörungstournee auf Solomon Island an der amerikanischen Ostküste. Hier sind alle Stories von Stephen King, H.P. Lovecraft und John Carpenter Realität geworden. Aus dem Nebel heraus greifen Zombies und Monster die Küstenstadt Kingsmith an. In Ägypten wiederum treiben Kultisten des Sonnengottes Aton ihr Unwesen und in deren Gefolge tummeln sich Kreaturen wie Riesenskorpione, Lava-Golems oder djinnartige Dämonen. Und in Transsilvanien müssen wir, na klar, Vampiren und Werwölfen das Handwerk legen. Begleitet wird unsere Odyssee dabei von einer Story-Kampagne, die hinter all den anderen dunklen Verschwörungen noch eine viel dunklere Verschwörung widmet. Schließlich ist dieser gleichzeitige Ausbruch von übernatürlichen Plagen überall auf dieser Welt kein Zufall. An Schurken, die für knifflige Bosskämpfe herhalten müssen, gibt's deshalb auch keinen Mangel. Abgeschlossen. Wie sagen Sie immer? Es kommen finstere Zeiten. Neben den Story-Missionen gibt's in The Secret World drei Quest-Typen, die sogenannten Hauptmissionen. Von denen können wir aber jeweils nur eine gleichzeitig aktiv haben. Diese stets mehrstufigen Hauptmissionen werden jeweils durch einen inszenierten und vertonten Dialog eingeführt, wobei unser Protagonist leider immer stumm bleibt. Die häufigste Questart ist dabei die Action-Quest, die in erster Linie auf ziemlich viel Kämpferei abzielt und an deren Ende meist ein dicker Bossgegner wartet. Als zweites gibt's Sabotageaufgaben. Diese Quests lassen sich am besten lösen, wenn wir unbemerkt an allen Gegnern vorbeischleichen. Hier etwa lösen wir den Alarm an einem Gabelstapler aus, um die Wachen von unserem eigentlichen Ziel wegzulocken. Und hier zerstören wir einen Lastwagen, ohne uns von den Lichtkegeln der Überwachungskameras erwischen zu lassen. Sowas wie Splinter Cell-Atmosphäre kommt dabei zwar nicht auf, eine nette und willkommene Abwechslung sind die Sabotagemissionen aber allemal. Highlights sind allerdings die Investigativquests, in denen wir auf den Spuren von Sherlock Holmes oder Miss Marple echte Rätsel lösen müssen. Jeder noch so kleine Hinweis ist wichtig und könnte Teil der Lösung sein. So sollen wir beispielsweise echte Morsecodes oder gar hebräische Zeichen entziffern. Und das ganz ohne Hilfestellung. Naja, fast ohne, denn The Secret World hat einen funktionsfähigen Internetbrowser ins Spiel integriert, damit wir entsprechend recherchieren können. Hier etwa müssen wir eine Kurzgeschichte von Edgar Allan Poe nachschlagen, die in einer kryptografischen Passage das Passwort für einen Computer enthält. Diese Einbindung des Internets und der realen Welt ist ein ziemlich genialer Schachzug, aber teilweise natürlich auch Geschmackssache. Wem die Knobelei zu viel wird, der kann den Browser praktischerweise auch gleich zur Suche nach der Komplettlösung heranziehen, bringt sich dabei aber um ziemlich viel Spaß. Außerdem nimmt die Zahl der originellen Rätseleinlagen mit fortschreitendem Spielverlauf leider stark ab. Hier verschießt Funcom zu Beginn des Spiels schon zu viel Pulver. Neben den Hauptmissionen können wir auch bis zu drei Nebenmissionen annehmen, die teilweise buchstäblich am Wegesrand auf uns warten. Diesen Golem etwa haben wir funktionsuntüchtig am Straßenrand gefunden, nur um nach der Reparatur festzustellen, warum er deaktiviert war. Er läuft nämlich amok. Freunde des Craftings kommen auch auf ihre Kosten und können über ein simples Baukasten- und Upgrade-System ihre Wunschausrüstung selbst zusammenbauen. Hier wird es Zeit für eine neue Pistole, die wir im Anschluss auch gleich noch mit einer Glyphe aufwerten. Seit dem Release im Juli hat Funcom schon mehrere Updates nachgeschoben, die das Spiel mit zusätzlichen Missionen und seit neuestem auch mit einem Raid für 10 Spieler versorgt haben. Neu ist auch der Schieberegler für die gewünschte Körpergröße bei der Charaktererstellung.
Das eher nüchterne, um nicht zu sagen hässliche Interface, blieb dabei aber ebenso unangetastet wie das unübersichtliche Skillrad. Beim PvP haben die Entwickler das Belohnungssystem überarbeitet, auch wenn sich am Grundprinzip nichts geändert hat. Auf den kleinen Schlachtfeldern Eldorado und Stonehenge finden schnelle Scharmützel statt, während das Projekt Fusang als permanentes Schlachtfeld dient, das derzeit aber fast ausschließlich von den blauen Illuminaten gehalten wird. Die Grundidee, dass sich die zwei unterlegenen Parteien stets gegen den übermächtigeren zusammentun und so das Gleichgewicht wieder kippen, kommt nicht immer zum Tragen. War Age of Conan noch ein echtes Grafikbrett von Funcom, müssen wir für Secret World unsere Ansprüche zurückschrauben, insbesondere im Vergleich zu Konkurrenten wie Guild Wars 2 oder Terra. Während die Animationen und Charakterfahrten in den Zwischensequenzen noch halbwegs in Ordnung gehen, müssen wir vor allem bei den Charaktermodellen oder dem Detailgrad der Innenräume große Abstriche machen. Draußen wiederum fallen die Animationen qualitativ ab, dafür sehen die Landschaften meist halbwegs ansehnlich aus und vor allem die Gebiete auf Solomon Island wirken oft schön stimmungsvoll. Das letzte Mal durften wir 2004 in Vampire Bloodlines eine so morbide Atmosphäre in einem modernen Setting in uns, aufsaugen. Keine Kritik gibt's bei der gelungenen Vertonung. Zwar ziehen wir die englische Originalfassung vor, aber auch die deutsche Version schlägt sich achtbar. Aber es gibt ein Ereignis, das du verstehen musst. Eine Wahrheit. Ich helfe dir dabei, sie zu sehen. Ganz und gar nicht achtbar sind allerdings die Ruckler- und Performance-Einbrüche, die uns gleich auf mehreren Testsystemen nerven. Hier hat Funcom seit Release einige technische Unzulänglichkeiten immer noch nicht ausgebügelt. Wer The Secret World eher als Solo-Rollenspiel begreift und dementsprechend viel Wert auf Geschichten, Quests, Rätsel oder Charaktere legt, der ist hier so gut aufgehoben wie bei keinem anderen Online-Rollenspiel. Das Quest-Design, vor allem in der ersten Hälfte des Spiels, sucht im Genre seinesgleichen. Das PvP dient zwar als nette Dreingabe, ist für unser wesentliches Spielerlebnis aber offen gestanden eher zweitrangig. An der technischen Stabilität und dem flüssigen Ablauf sollte Funcom allerdings noch arbeiten, auch wenn ein übersichtliches Interface wohl weiterhin Wunschdenken bleiben wird. Am Ende entsteht so ein etwas schizophrener Eindruck. Selten hatten wir so viel Spaß mit einem Online-Rollenspiel, mussten uns aber permanent fragen, warum ist das überhaupt ein Online-Rollenspiel? Wäre das Ganze als reines Solo-Spiel à la Skyrim nicht besser aufgehoben gewesen? Wir meinen einerseits ja, weil dann eine entsprechend bessere Technik, ein vertonter Spielcharakter und vielleicht auch ein würdiger Nachfolger zu Bloodlines drin gewesen wäre. Und wir meinen gleichzeitig nein. Denn The Secret World zeigt der versammelten Online-Rollenspiel-Konkurrenz, wie richtig gutes Quest- und Story-Design aussehen kann. Insofern ist The Secret World vielleicht nicht das beste aktuelle Online-Rollenspiel, aber das verflixt nochmal interessanteste. Summ, summ, summ.